Einen wunderschönen guten Morgen vom zerstörtesten Ich aller Zeiten. Oh mein Gott, Leute, ich bin so kaputt. Ich weiß, ich sag das die letzte Zeit in jedem einzelnen Vlog, in jedem einzelnen Tag, aber heute ist wieder so ein Tag, wo ich mir denke, so, bitte schenk mir einen neuen Körper. Ich habe einfach den Muskelkater meines Lebens, selbst im kleinen Finger. Also wirklich, kann meine Hände. Wenn ich so mache, tut es schon weh. Ich kann keine richtige Faust so fest zusammen machen. Das tut so weh. Das kann wahrscheinlich vom ganzen Sägen. Auf jeden Fall. Situation. Hier liegen aber auch noch Sachen. Und die meisten Sachen, die mein Mann gestern gepackt hat, hat er in den Keller runtergebracht, weil hier halt kein Platz war. Und ja. Mein Mann bringt, oder beziehungsweise er ist jetzt gerade beim Auto, weil wir haben im Auto noch einiges, was ausgeräumt wird, gerade so Kartons und sowas. Das schmeißt er jetzt weg. Ja, Lias. Schaut mal, diese Riesenkiste. Die sieht gar nicht so groß aus, aber das ist die größte, die IKEA hat. Die hat Rollen unten. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da reinpassen. Da habe ich das komplette Regal von Lias drin und sein komplettes Spielzeug eigentlich, was hier so rumgelegen ist. Ja. Also, mein Mann wird jetzt mal es sind insgesamt drei Kisten, auch solche durchsichtigen von IKEA, wo meine Schminke drin ist. Und die wird er jetzt in mein Auto bringen. Dann ein paar Sachen, die im Badezimmer waren, auch dass die nicht durch die Gegend fliegen, weil da ist es ganz schnell passiert, dass irgendwelche Duschgels oder weiß der Geil was aufgehen. Die kommen auch ins Auto. Und ansonsten kommt eigentlich gleich alles in den LKW. Unsere Uhr ist stehen geblieben vor 2, 3 Tagen. Das ist so ein lustiger Zufall gewesen. Wirklich vor 2 Tagen ist sie stehen geblieben. So richtig so, die Zeit für diese Wohnung hier ist abgelaufen. Ich werde auch eine neue Batterie erst im Haus reinmachen. Das hört sich total bescheuert an, aber es war so ein ganz witziger Zufall eigentlich. Joa. Ja, unsere Helfer kommen. Ich will die ganze Zeit immer auf die Uhr gucken, aber ich weiß, dass es jetzt schon 8:20 Uhr ungefähr ist. Also in ungefähr 40 Minuten kommen die alle. Und dann geht's hier los. Und ja, ich würde sagen, ich pack mal noch ein bisschen das, was noch geht. Ansonsten haben wir ja, mir ist aufgefallen, dass am Donnerstag die Schlüsselübergabe ist. Ansonsten haben wir ja noch. Ja, die nächsten Tage bis Donnerstag Zeit, den restlichen, weil wir werden heute nicht alles mitnehmen. Also wir haben noch viel Kleinkrams hier. Sowas wie auch den Fernseher zum Beispiel, den werden wir nicht heute mitnehmen. Den werden wir nicht abmontieren. Das werden wir dann alles die Tage machen, ganz in Ruhe. Und was halt eben noch übrig geblieben ist, dann. Genau. Aber jetzt geht es erstmal um diese ganzen Kartons, um die großen Teile, um die ganzen Sachen, die im Keller sind. Das muss halt alles raus. Und die Sachen, die bei den Brüdern sind und den ganzen Kleinkrams, werde ich hier zusammenpacken. Die restlichen Sachen, wenn ich dann hier auch mal durchwische und putze und so weiter. Genau, das ist der Plan. Und ich würde sagen, ich versuche, so gut es geht, mich immer mal wieder heute zu melden, aber heute wird es sehr stressig, deswegen, joa, wenn mein Mann dann unterwegs ist mit den ganzen Helfern, werde ich dann mich und Elias fertig machen, in Anführungszeichen. Dann holen wir meine Mama ab und meine Mama fährt dann mit uns zusammen zu den Häusern. Meine Mama wird heute ein bisschen mir helfen beim Putzen der Bäder, weil die sind ja jetzt fertig, dass die genutzt werden können sozusagen ab heute Abend und gleichzeitig ist sie hauptsächlich engagiert, um Lias ja, zu versorgen bzw. zu entertainen, dass ich weitermachen kann. Ich muss nämlich die Schränke weiterhin aufbauen und vor allen Dingen die Leisten müssen zu Ende gelegt werden, weil wenn man dann anfängt, alles in die Räume reinzuräumen und die dann alles wieder hin und her schieben muss, weil die Leisten noch nicht gelegt sind, das ist mega nervig und ärgerlich. Deswegen, das muss auch noch zu Ende gemacht werden. Und ich denke aber, dass ich das alles schaffen werde, bevor die dann mit dem Lastwagen kommen, weil die müssen noch in die Stadt reinfahren, um in die anderen Wohnungen zu kommen und müssen ja auch noch alles einräumen und so weiter oder einladen. Deswegen, ich habe Hoffnung, dass ich so viel wie möglich schaffe, bevor die dann halt eben ankommen. Ja, gell, mein Schatzi, heute ist der große Umzugstag. Naja, das jetzt erst einmal
zum Morgen. Und ich würde sagen, ich leg hier mal los. Ach übrigens, ich habe gestern noch bis um 23:45 am PC gearbeitet. Mir sind immer wieder die Augen zugefallen, aber ich habe es durchgezogen. Denn ich wollte sehr gerne, dass heute mal wieder ein Vlog online kommt. Und ich habe eigentlich alles schon gut bearbeitet. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten machen und auch das Thumbnail. Also ich muss gut ungefähr so eine, ich würde sagen, so eine halbe Stunde Arbeit noch reinstecken, dann könnte ich es online stellen. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann mal im Laufe des Tages gebacken bekomme und dass sich das rentiert hat, dass ich gestern bis um 23:45 hier auf der Couch noch gehockt habe und mich um mein YouTube-Video gekümmert habe. Hat nämlich echt schlechtes Gewissen. Oh Mann, muss ich eigentlich nicht haben. Ich weiß, aber ich hab's trotzdem. Joa, deswegen mal gucken. Ich gebe Feedback, ob ich es geschafft habe, heute ein YouTube-Video endlich mal wieder online zu stellen. So, jetzt aber wirklich, los geht's. So Leute, Zwischenfeedback. 10.30 Uhr und es ist alles weg. Also nicht alles, aber zu 98% ist alles weg. Also der Keller ist leer. Wobei beim Keller nochmal ein, zwei Sachen sind. Oh Miami. Die denkt sich auch, was? Immer wenn ich vlogge, ohne Scheiß, ruft meine Schwester an. Die hat da so ein richtiges Händchen für. Jetzt habe ich mir gerade angeguckt, wo ich stehen geblieben bin. Miami, die denkt sich wahrscheinlich, was zur Hölle ist los hier. Ja, da bin ich stehen geblieben. Ich kann nicht mehr, ich bin voll... Ich bin so fertig. Die Jungs, es waren so viele Jungs hier drin. Keine Ahnung, wie viele im Keller und hier in der Wohnung. Und zack, 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 zack. Und alles war irgendwie plötzlich weg gewesen. Das ging so schnell, aber es war auch überhaupt kein Problem mit den Kommoden und mit der Wickelkommode, weil mein Mann meinte so, boah, die ist echt schwer. Mal gucken, ob wir die rausbekommen. Das Babybettchen mussten wir allerdings, also Lias, sein Kinderbett mussten wir tatsächlich abbauen. Was denn, Schatzi? Was willst du denn haben? Du zeigst auf irgendwas und ich muss wissen, was du meinst, oder wie? Das Babybett mussten wir auf jeden Fall abbauen, weil das haben wir, hätten wir nicht durch die Ecke, also durch den Flur um die Ecke hätten wir es nicht bekommen. Das ist hier ja sehr verkantet. Und durch die Terrassentür hat es auch nicht gepasst. Da war es zu breit gewesen. Deswegen haben wir das dann mal kurzerhand doch schnell abgebaut. Das Lustige war nur gewesen, mein Mann hatte das ganze Werkzeug schon weggepackt. Der hat mir nur einen Schraubenzieher dagelassen, damit für die Regale halt eben. Oh, Lias, warte, warte, warte. Mami versucht sich zu bewegen. Eins... Zwei, drei, oh mein Gott, ich habe so Rückenschmerzen. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Oh Gott. Du bist, oh Gott. Oh. Das ist nicht lustig. Hey Leute, ich kann mich, wenn man sich einmal hinsetzt, das ist der Fehler. Das ist wie wenn man mit High Heels unterwegs ist und was ist denn das für eine Lache? Hier, bitteschön. Bitteschön. Das ist wie wenn man mit High Heels unterwegs ist, kennt ihr dieses Phänomen, wenn man sich dann, man hat die Schmerzen seines Lebens, und wenn man sich einmal hingesetzt hat und dann aufsteht, dann ist es so richtig dramatisch. Naja, auf jeden Fall, ich kann euch mal, also in der Küche steht jetzt jede Menge Zeugs, gerade so Deko-Sachen, aber hier oben ist relativ alles leer, das hier muss ich natürlich noch wegräumen und generell in den Schränken ist noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, wir haben ja die Tage noch Zeit, irgendwie seid ihr beschlagen, Moment. Ah, besser. Ansonsten, schaut mal hier. Die Couch ist zwar noch da, aber alle Sachen sind sonst hier oben im Prinzip. Alles ist weg. Hier die Deko, die da gewesen ist. Den Fernseher nehmen wir separat auf jeden Fall mit. Genau, und generell, gell, hier war ja gestern alles voller Kartons. Hier in der Ecke vor allen Dingen die Lampe und so weiter. Da hinten hatte ich auch so eine... Miami ist da. Da hinten hatte ich auch so Lampen gehabt. Die habe ich auch alle weg. Und Schlafzimmer sieht so aus. Es ist alles leer, alles von der Wand ist weg. Ja, die Stickers mache ich noch weg. Hier sind nur noch ein paar Sachen, die hinter der Wickelkommode waren. Also eigentlich nur so Geschenkpapier. Und der Karton ist leer, der kann weg. Und darunter ist Schminke drin und die möchte ich separat mit dem Auto transportieren. Ich habe das Auto jetzt auch gerade schon komplett voll. Da sind eigentlich nur zerbrechliche Sachen drin oder halt eben Schminke, die aber aus dem Keller. Und das ist die Schminke, die hier in der Kommode drin war. Deswegen, die ist noch hier, da ist kein Platz für. Dann hier ist der kleine Fernseher, der ja hinten auf der Kommode stand. Der wird auch weiter verschenkt.
oder beziehungsweise kriegt der Partner von meiner Tante. Ansonsten, das Bett bleibt so, wie es ist. Das Bettlaken werde ich noch wegschmeißen, aber ansonsten haben wir natürlich auch unsere Decken und so weiter eingepackt. Hier war ja auch noch ganz viel Krams drauf, die Bilder und so weiter. Den Kronleuchter werde ich mitnehmen, der kommt in mein Zimmer. Und die andere Lampe wird auch noch abgebaut, die wird meine Schwester nehmen. Genau, das machen wir aber auch in Ruhe die Tage, wenn wir wirklich hier fertig sind, weil sonst haben wir kein Licht und ich habe keine Lust, hier extra ein provisorisches Licht einzubauen und. Und ansonsten hier die Ecke, da stand ja die Kommode, ist auch alles weg, nur mein Bild muss ich noch abhängen. Aber ansonsten, oh, hier ist noch eine Kugel, Lias. Wir haben hier noch zwei, drei Sachen drin, also einmal ein paar Dokumente, ein bisschen frisch gewaschene Wäsche. Und hier habe ich noch mit Schalzen habe ich noch was kurz zusammengeräumt. Ansonsten bin ich gestern auch hier komplett fertig geworden. Es ist alles weg. Nur noch das muss mit und ich glaube, das werde ich vielleicht auch mitnehmen. Das kann man ja entweder... Ach, irgendwo wird sich dafür Platz finden. Das sieht so krass aus. Es ist einfach alles so leer. Klar sind jetzt noch so die größten Möbelstücke da, aber das ist schon heftig. Gell, Lias, alles ist leer. Und Miami denkt sich, warum? Miami, wir ziehen um. Miami denkt sich, warum? Miami, wir ziehen um. Gell, Maus, du hast bald ganz viel Platz. Aber Maus, für Katzen ist es ja immer ein bisschen tricky, ein bisschen anstrengend und ja. Da müssen wir jetzt durch. Ja, und im Badezimmer oder im Flur sieht es nicht anders aus. Meine Schuhe sind allerdings noch komplett da. Hat aber auch einen speziellen Grund. Ich möchte da nämlich noch aussortieren. Ich habe da, ist ja das meiste, in Größe 39, was mir eh nicht passt. Und da muss ich das nicht alles mitschleppen, deswegen. Ja, ansonsten, ich habe hier natürlich noch ein bisschen Zeugs gelassen zum Putzen und so weiter, aber... Ist alles leer, leer, leer. Oben ist alles leer, bis auf ein paar Handtücher. Die lasse ich dem Nachmieter da, weil der hat tatsächlich nichts. Und wenn er sie nicht haben will, kann er sie auch wegschmeißen. So, Dalle. Jetzt packe ich noch mal ein paar Sachen zusammen. Und dann geht's ab zu den Häusern. Ich freue mich, wenn der Tag echt rum ist, weil das ist jetzt schon mega anstrengend und wir haben noch nicht mal 11 Uhr morgens. Gott, wo soll das noch hinführen? Naja, ihr Lieben, ich melde mich später nochmal. Ich wollte euch nur mal so die Wohnung gerade zeigen, wie es aussieht. Ich glaube, so leer war die das letzte Mal beim Einzug gewesen. Ihr Lieben, wir hören uns später. Ich bin mittlerweile im Haus angekommen. Ich habe eine Zeit lang zu Hause warten müssen, weil der Bruder von meinem Mann hat seine Jacke vergessen. Und da war seine Schlüssel und alles drin. Genau. Deswegen musste ich warten, bis der nach Frankfurt zurückgekommen ist. Hat aber ewig gedauert, weil er mit den Öffentlichen fahren muss. Und ich bin hier gerade angekommen und die Jungs sind komplett fertig geworden. Die mussten tatsächlich zweimal fahren. Das Haus ist sowas von dermaßen vollgestellt. Also ich zeige euch mal kurz mein Ankleidezimmer, was gestern noch leer war. Oh mein Gott. Ich wusste schon, dass die meisten Sachen für mich sind, aber... Alter Schwede. Okay. Moment. Das Badezimmer ist fertig. Das können wir gleich, nachdem wir gegessen haben, putzen. Schaut mal. Es ist alles weiß. Waschbecken. Die werden wir übrigens austauschen. Wir haben einen Waschbeckenunterschrank gekauft. Der passt aber nicht, weil die Waschbecken so unten abgerundet sind. Und bevor wir jetzt einen passenden kaufen, der unendlich viel Geld kostet, werden wir... die Waschbecken komplett rausnehmen und ein komplett neues System kaufen sozusagen, weil wir uns eigentlich gewünscht hatten, freistehende Waschbecken. Und das werden wir uns holen. Genau. Da werden wir aber wahrscheinlich so bis Anfang Januar, November jetzt warten. Also nochmal so 2-3 Wochen, bis mein Onkel wieder da ist. Weil der wird es uns dann hoffentlich installieren. Aber ansonsten, das ist jetzt die Dusche. Oh Gott, und unser Räumchen. Oh yes. Okay, es ist noch nicht angeschlossen. Shit. Ich muss es dringend anschließen. Das mache ich gleich. Das ist ja eine Sache von 2 Sekunden. Oh mein Gott. Ach, unser Bett. Also hier sind nur so ein paar
von meinem Mann. Ansonsten hier das Bett ist so halb aufgebaut. Das ist unser Kopfteil. Aber das hatte ich euch ja schon bei meinem Mobilia gezeigt, als wir das gekauft hatten. Huch, oh, der Hausschlüssel von meinem Mann. So, jetzt gucken wir mal, was hier oben abgeht. Wow, hier oben geht auch was ab. Okay, also einmal diese Seite. Lias seine Seite oder beziehungsweise Lias sein Kinderzimmer. Es ist ein bisschen was aufzubauen, würde ich mal sagen, bevor wir später schlafen gehen können. Okay. Oh, wow. Okay, okay, okay. Das sind die alten Schränke nämlich von meinem Mann. Der hatte nämlich auch dieses Packsystem in seiner alten Wohnung. Okay, und das habe ich euch noch... Okay, Leute, Achtung. Also bis wir hier in diesem Haus irgendeine Art von Ordnung reinbekommen haben, das wird Wochen dauern. Das wird definitiv Wochen dauern. Ach du heilige Scheiße. Ich wusste, dass es viel ist, aber weil ich wusste ja schon, aus unserer Wohnung war es viel, aus unserem Keller war viel, aber jetzt kamen ja die anderen Kellerräume noch dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag mal, es ist gut, dass mein Mann jetzt gerade Urlaub hat. Ach du heilige Scheiße, es steht alles voll. Und unten sieht es genauso aus. Im Erdgeschoss habe ich mir ja noch gar nicht gezeigt. Oh mein Gott. Oh shit, das ist wirklich viel. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich ist. Keine Ahnung. Aber ich hatte die Küche so schön freigeräumt und jetzt steht wieder alles voll. Oh mein Gott. Und hier hinten. Arbeit.